Moin, hier ist Gambit-Spieler und ich begrüße euch mal zu einer neuen Rubrik. Zumindest einem Testlauf. Und zwar, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, Let's Watch oder so. Ich möchte jetzt doch ein paar Partien kommentieren von der Schacharena von anderen, also die ich nicht selber spiele. Und hier ist zum Beispiel eine Turnierpartie, wo die meine Versuchskaninchen sind, sage ich mal ganz böse. Ein Spanier, wo der Schwarze unorthodox verteidigt. Also einfach hier A6 spielen ist kein Problem. Rausnehmen darf er nicht, wenn er der Abtausch kommt. Ansonsten, ja, A6. Gut, ich verstehe warum, aber der Bauer ist nie gefährdet. Da kann man wirklich A6, B5 spielen. A3 passt übrigens in den Speyer nicht wirklich rein. Also hier hätte ich dann wirklich C3 gespielt, damit der Läufer im Zweifel nach C2 zurück kann. Aber okay, das sind halt Theorievarianten und Theoriewissen. Das muss man nicht unbedingt können. Das ist spielbar, klar. Läufer E7. Der geht. Ich nehme raus, Springer nimmt, Springer nimmt. Ja, das kann man spielen. Also jetzt muss Schwarz in mein. Rausnehmen. In der Regel immer rausnehmen, wenn D4 kommt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Genau deswegen. Ja, jetzt hat Schwarz ein kleines Problem. Das verhilft eigentlich nur Weiß. Dieser Bauer hier auf D4 ist jetzt schwach. Der wird jetzt früher oder später fallen. Ich weiß auch nicht, wie er ihn langfristig verteidigen will. Okay, der Springer auf C3. Ich habe jetzt mal die Seiten gedreht. Der Springer auf C3 ist ein bisschen schwierig zu spielen. Aber die Idee mit F4 ist gar nicht mal so dumm. Ich würde jetzt als Schwarzer Rochade machen, wollte ich gerade vorschlagen. Die Frage ist natürlich E5. Läufer muss nach E7. Bauer D6. Nee, kann er nicht spielen, wirklich. Eine andere Alternative wäre jetzt nach Läufer. Da spielt er einfach G3. Schwarz spielt hier ein bisschen zu passiv in meinen Augen. Der Springer steht deplatziert, der Bauer ist jetzt endgültig gefallen. Jetzt droht F5. Ah, F5 dreht er nicht wirklich. Doch. Es gibt. Ja, stimmt. Ja, Springer E5 habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen. Ein bisschen schnell. Ihr habt 20 Minuten Zeit. Ihr habt wirklich 20 Minuten Zeit. Und ihr spielt das so, als ob das eine Blitzpartie wäre. Auf jeden Fall ist jetzt F5 eher negativ. Ich würde jetzt sofort mit dem Läufer F6 spielen. Damit ist die Dame ein bisschen angegriffen. Es droht eventuell auch mal so ein Wegzug vom Springer. Eine andere Alternative, eventuell, ja, Läufer G5, um den Läufer abzutauschen. Läufer schlägt, Dame schlägt. Dann hat Weiß hier schon Probleme auf F5. Der Springer steht sehr gut. Die einzige Figur, die dem jetzt wirklich gefährlich werden kann, ist der schwarzfeldrige Läufer. Ja, das geht, aber jetzt musst du. Nein! Figureneinsteller. Schade eigentlich. Du standst gar nicht schlecht. Der Figureneinsteller war nicht notwendig. Einfach zu schnell. Ihr spielt 20 Minuten Bedenkzeit und es sind nach 17 Zügen gerade mal 2 Minuten vergangen. F6, ja, kann man spielen. Ich würde jetzt versuchen, irgendwie Gegenspiel zu organisieren. Vielleicht mit so Turm A, E8.
Eine andere Option wäre vielleicht auch Dame B5. Der Bauer. Kleiner Tipp. Bauernzüge ein bisschen vermeiden. Zumal jetzt einfach. Okay. En passant wäre hier besser gewesen. Hätte die Bauernstruktur geschwächt. Von Schwarz. Jetzt könnte Schwarz ja wirklich überlegen, na, B5, Bauer B5, Bauer nimmt, Bauer nimmt. Schwer zu sagen, Weiß könnte danach mit B4 Gegenspiel erzeugen. Ja, hat er auch überlegt. Okay. Drehen wir mal das Brett wieder. Denn man durch die Brett. Andere Brettsicht sieht man manchmal mehr. Im realen Schach stehe ich auch manchmal auf und gucke mir das Brett von der anderen Seite an. Ich persönlich würde jetzt wirklich die Türme auch auf dem Damenflügel unterstützen, so vielleicht B8 mit der Idee. Also Endspielregel Nummer 1, Bauernzüge nicht immer zu schnell machen. Also meine Idee wäre jetzt so, Turm B8 und dann vielleicht rausnehmen, um den zu kriegen. Wobei die Idee, die ich glaube dahinter stecken dürfte, ist B4, Bauer schlägt, Bauer schlägt. Das dürfte vielleicht die Idee sein, um B4 zu verhindern. Okay, kann man spielen. Wenn das die Idee war. Auf jeden Fall ist die Idee, jetzt am Damenflügel Gegenspiel zu machen, gut und weiß. Ich habe das Gefühl, weiß wartet nur ab. Oder täusche ich mich einfach nur? Drehen wir mal das Brett. Der Springerzug war auf Falle bedacht. Der Springer steht hier viel besser, er kann das blockieren. Also den Springer würde ich versuchen, so lange wie möglich zu behalten. Ja, den hätte ich auch gleich spielen können, B4. Jetzt wird Weiß den rausnehmen, ist klar. Bauer nimmt. Nein, den Bauer. Also hier, obwohl, Bauer nimmt, Turm geht dahinter. Ja, gut, kann man spielen. Kann man spielen. Schwarz hat zwar irgendwie eine Figur weniger, aber ich sehe das nicht. Weil der schwarzfältige Läufer von Weiß ist nicht wirklich wesentlich stärker. Nicht wirklich stark. Ja, zurück nach E5 mit dem Springer. Alles andere macht keinen Sinn. Springer E5. Und dann mit den Türmen. Da haben wir das Problem jetzt. Also Turm E8. Turm E8, falls es nämlich jetzt nimmt, kannst du mit dem Turm wieder nehmen. Weil langsam fällt auf. Ich bin blind. Ich bin wirklich blind. Das habe ich gar nicht gesehen. Na gut, ein Bauer mehr. Und jetzt mit dem Turm nach E8. Na, Turm FE8 würde ich spielen. Er ist natürlich schade, der Springer stand da recht gut und hätte mehr Schere reingemacht. Je weniger Figuren, desto besser für Weiß. Turm B8? Vielleicht? Ah ne, Turm B8 geht nicht wirklich. Ja, es ist natürlich das Problem, dass du mit dem Bauern nicht genommen hast. Wenn du mit dem Bauern genommen hättest. Okay, Weiß kriegt die offene Linie. Ja, ganz eindeutig. Dame E7. Der Bauer darf nicht fallen. Sage ich und da fällt er. Dame schlägt, Bauer schlägt. Ja. Okay. Kann man spielen als Weiß. Er nimmt raus. Turm E8.
Eins Wissensfach. Ja, das ist besser. Geht ja natürlich nur König H8. Das ist die Frage. Ist wirklich besser. Turm A8 ist klar, Läufer schlägt. Dann Turm E8. Turm E8, die Dame muss ziehen. Wohin kann die ziehen? Erstmal Turm E8, um die Dame zum Ziehen erzwingen. Also ich schlage immer vor, du setzt den Gegner unter Druck, dass er sich entscheiden muss, was will er machen. Mit Turm E8 muss Weiß jetzt sagen, oh, ich muss jetzt ziehen. Ich kann nicht frei entscheiden, was ich spielen möchte. Ja, Turm E8, dann geht die Dame wahrscheinlich nach F5, dann kommt Turm D8. Zu früh. Nicht notwendig. Oder möchtest du mit dem Bauern vorziehen? Nee, geht noch nicht. Jetzt aber Turm E8. Dame F5. Turm D8. Der Läufer müsste dann ziehen. Obwohl. Ach, der geht auch, stimmt. Der geht auch. Andererseits kann ich jetzt würde Schwarz mit dem Turm nach E2 können. Die Dame steht eher abseits. Also ich würde jetzt wirklich auf Angriff spielen mit Turm E2. Die vorletzte Reihe. Hier dreht auch noch ein bisschen mit B2. Also das sieht doch gut aus. Turm auf der zweiten Reihe von Weiß. Gut, Figur weniger, aber die Partie ist sowieso verloren, wenn er nicht Gegenspiel erzeugt. Also Turm E2. Eindeutig. Und er muss auch ein bisschen Acht geben wegen G2. Und ich denke, also ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm zu, Turm E2 zu spielen. Gut, nach Turm E2. Dame B8. Ah, schade. Schade eigentlich. Dame hat er in meinen Augen eine Chance ausgelassen. Obwohl, Dame schlägt. Turm geht nicht. Ja, das ist die Idee. Dame schlägt D5. Ah. Okay, Schach geht auch. Das ist sogar wirklich besser. Schönes Wissensschach und der Läufer ist weg. Und da bricht plötzlich die weiße Stellung zusammen. Der Bauer wird jetzt auch fallen. Nicht nur das, die weiße Dame ist weg. Bisschen überraschend. Bisschen sehr überraschend. Gut, insgesamt wirkt das Schwarz ein bisschen hier strukturierter. Boah, das ist jetzt. Ja, bin mal gespannt. Schwarz am Zug gewinnt Material. Na, wer sieht's? Richtig. Dame E2. E1. Wenn er es mit dem Turm nimmt, kriegt die Dame ab dem Turm mehr. Ja, das ist auch der einzige Zug. Turm F7 geht nicht, weil einfach rausgenommen wird. Aber es ist gewonnen für Schwarz. Das Endspiel ist normalerweise jetzt gewonnen.
Und wenn der Turm Dame schlägt E1 sieht, dann kann Weiß jetzt endgültig aufgeben. Die zweitbeste Zug ist natürlich Turm F7. Die Partie dürfte immer noch gewonnen sein, aber es ist deutlich schwerer. Er entscheidet sich leider für den zweitbesten. Jetzt König G8. Einer dieser beiden Bauern wird die Partie entscheiden. Da lege ich mich fest. Weiß spielt jetzt auf jeden Fall A7. Turm A4, danach Turm D4. Und mit dem Bauern laufen. Oder Turm D2. Ja, das ist wahrscheinlich die sichere Variante. Jetzt Turm D2 auf jeden Fall. Oder auch nicht. Wohin will der König? Der steht im, hätte hier deutlich besser gestanden. Jetzt müsste auf Weiß aufpassen. Ja, ich glaube. Den Zug hätte ich jetzt nicht gemacht. Da F4 wirkt sehr interessant. Die Entscheidung ist. Ja, doch, stimmt. Das ist eine interessante Idee. Dürfte sogar besser sein. Ich drehe mal wieder das Brett. Kann ich mit dem Bauern laufen? Jetzt Turm C4. Aber Turm B5. Also ich würde jetzt Turm B5 spielen, um zu verhindern, dass er weiße Turm Bauer durchfällt. Durchkommt, jetzt kommt Turm C4. Schade eigentlich. Also die Partie ist sehr, sehr abwechslungsreich. Im Endspiel gehören die Türme hinter den Freibauern. Und Turm A2 war einfach Verlustzug. Turm C4 einfach hinter die Freibauern. Endspielregel Nummer 1. Jetzt schwarz einfach Turm C6 und die Partie ist gewonnen. Richtig. So, und jetzt einfach mit dem Bau, entweder mit dem Bauern laufen oder mit dem König die Bauern abgrasen. Freie Auswahl. Er entscheidet sich für den Bauerlauf-Variante. Jetzt einfach, ja. Ich persönlich hätte das abgetauscht mit C2. Wenn man was mehr hat, Schwerfiguren wegkriegen. Kann man da nicht sogar ein Schach bieten? Ach, im Zweifel würde ich jetzt wirklich einfach Generalabtausch machen. Die Bauern hier sind zu schwach. Die weißen Bauern sind einfach zu schwach. Man könnte auch überlegen, E2 Turm nimmt. Jetzt eine kleine nette Feinheit, Turm A6. Bauern kann nicht genommen werden, weil matt. Ah, schade, hat er nicht gesehen, diese Gemeinheit. Ja, nimm die Bauern einfach raus.
Das ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit. Normalerweise sollte man das jetzt auch aufgeben. Aber okay, es ist ein gutes Recht. Aber mit den drei Bauern, besonders weil er das Endspiel ja deutlich besser gespielt hat. Auch hier wieder, du hast zwei Freibauern, gedeckte Freibauern. Geh mit den Bauern vor. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du verlierst den Bauern, dann laufen deine beiden Freibauern durch. Jetzt wieder, C2. Gut, richtig, genau der gleiche Zug. Jetzt Turmtausch und die beiden Bauern gewinnen. Und Bedenkzeit ist auch mehr als genügend. Ah, hier war es ein Fehler. Hier hätte ich Turm G2, König G2 gespielt. Damit er eben nicht. Ach, es geht doch sogar. Geht okay. Ich habe nichts gesagt. Gucken wir auf die Zeit. Kann man das noch nach Zeit Remis spielen? Nein. Ich sehe es schon kommen. Da kommt eine zweite Dame und dann wird es am Ende Patt. Ich sehe es schon kommen. Ja, okay, das ist natürlich noch überredend. Zwei Damen. Seltenes Anblick. Und er geht auch kein Risiko ein, merke ich gerade. Aber ich sag jetzt mal herzlichen Glückwunsch. Ja, hast du eigentlich ganz gut gespielt. Du hättest teilweise mit dir die Arbeit erleichtern können, eindeutig. Aber am Ende hat es gereicht, weil du hast dich strukturell aufgestellt. Auch mit diesem. Schade eigentlich, wegen diesem Figureinsteller, der war unnötig. Okay, das war die Partie. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Kleiner Daumen hoch oder unten wäre sehr interessant. Euer Gambit-Spieler.